Herzlich willkommen auf dem Mobilkundenstern. Ich bin Sauer Laser und heute machen wir mit Part 4 weiter. Und zwar, wir waren ja hier bei der Hinterachse. Das ist jetzt hier. Und ich möchte noch kurz was sagen. Moment. Meinen herzlichsten Dank wieder an Modellbau-Folks. Also jetzt ohne Witz, ne? Dirk Waschau ist der beste Erzähler ever, ne? Paket, absolut wieder der Ware angepasst. Hier war noch mehr drin, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, hier war noch mehr drin. Absolut wieder angepasst an die Ware, Versand genauso. Wieder blitzschnell, gut, das Wochenende war dazwischen, aber ein Tag so gesehen oder anderthalb Tage und ich hatte meine Ware wieder in den Händen. Also ich muss sagen, ich bestelle super gerne bei Modellbau Fuchs. Wahnsinn. Leute, wenn ihr Sachen braucht, Modellbau Fuchs, also wenn ihr schnell eure Teile braucht und zu einem versandgünstigen Preis, dann schaut hier rein. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin immer wieder begeistert. Und zwar haben wir hier nur ein Teil drin. Das andere habe ich nämlich schon verbaut. Und vielleicht kann man schon sehen. Ja, da sieht man es leicht rot schimmern. Seht ihr das? Und zwar Alu. Ja, hier waren ja diese Kunststoffteile, die hier reinkamen in den Kugellager und die gab es für 4,10 Euro in Alu. Und wie ihr sehen könnt, ist das jetzt aus Alu und damit ist kein Spiel mehr, Leute. Hier ist kein Spiel mehr. Ich habe hier absolut kein Spiel. Ich kann hier nichts ziehen. Das sieht zwar so aus wegen den Händen, weil die Finger mitrutschen, aber der Mitnehmer ist absolut fest. Und das macht so einen hochwertigen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, da drin ist das Alu, man sieht es da irgendwie so da. Seht ihr das da, die Alu? Ja, ist auf jeden Fall Alu drin. Wie gesagt, war super günstig. Dann haben wir uns noch hier, Udo und ich, auch für 6,50 dieses Big Board Diff Chassis geholt, weil da ein kleines Problem gab und das wollte ich eigentlich schon im Part 3 erzählen. Und zwar hatte Udo das Problem, dass ihm alle 4 Schraubenöffnungen gerissen sind. Und dadurch ist ihm das Diff ausgelaufen. Und wir haben, ich habe jetzt vorsichtshalber für mich und für Udo auf Ersatz diese Big Bore Dinger hier geholt. Und wir hoffen, dass damit das Problem beseitigt ist. Bei mir ist es zwar noch nicht aufgetreten, aber wenn, dann ja, ne, sollte es beseitigt sein. Ja, was noch? Richtig, da war noch was. Und zwar hat einer geschrieben, dazu komme ich auch gleich. Er hat geschrieben, hier wurden bei der V2 die Alu-Dinger schon gegeben, aber dann gab es das Problem, dass immer die hinteren Querlenker an der Stelle gebrochen sind. Dafür war ja hier extra ein Tuningspart drin, und zwar hier diese Schellen, die man hier rum macht und dann gehen die hier rum und verhindern, dass hinten die Querlenker rausreißen. Ja, die waren bei der V3 schon mit dabei, kosten glaube ich 12 Euro, auch bei Modellbau Fuchs zu kriegen und wie gesagt, die waren damit bei. Und da hat man hier einfach ein Loch durchgebohrt, wird auch gesagt, wie mit einem Dreier. Und das habe ich dann auch schon gemacht. Und somit ist das Problem hiermit auch schon wieder gelöst. Ja. Tada. Aber heute gehen wir auch wieder auf Kommentare ein und wir machen jetzt hier weiter. Und zwar legen wir... Ui, was ist das denn? Daylight. Zocker. Wer seine Zeit mit Zocken verschwendet, hat doch echt Langeweile. Marcel, wie geht's dir? So, wir hatten hier aufgehört bei der Lenkung und ich möchte einfach mal kurz auf dieses Kommentar eingehen. Es ist gerade so viel und zwar ist das Kommentar, ja, das ist echt mal ein Kommentar. Also ich habe ja kein Problem damit, wenn lange Kommentare geschrieben werden, aber bei manchen Leuten glaube ich manchmal, es wäre klüger, wenn sie ein Buch schreiben, was ich dann vorlese, was ich dann vorlesen kann. Nee, und zwar der Kai Oppitz hat echt viel geschrieben. Ich bin dir auf jeden Fall super dankbar. Ich habe mir das nämlich durchgelesen. Und zwar hast du geschrieben, den Zeus V2, also du hattest den Zeus V2 und hast da die ganzen Probleme aufgelistet, die da bei dir entstanden sind. Und darunter war einmal das hier mit den hinteren. Hier, wo rausgerissen ist, habe ich dir jetzt schon gezeigt, wurde ja hier schon gelöst. Die Übersetzung müsste, glaube ich, theoretisch auch eine andere sein. Und das andere war hier der Servokranz und da hat mich auch einer über Facebook geschrieben. Und ich möchte euch das mal kurz zeigen. Der Servokranz hier kommt nicht ans Plastik. Seht ihr das? Dazwischen. Seht ihr das? Kunststoff und den Drehrädchen habe ich Platz. Seht ihr das? Ansonsten muss ich ja mal Licht einstellen. Da könnt ihr es genau sehen. Der Kunststoffkranz kommt nicht gegen, der Einstellkranz kommt nicht gegen das Kunststoff. Das haben die schon geändert in der V3. Also hier bremsen tut wirklich nur hier oben die Kappe, so wie ich gesagt habe.
Aber es geht eigentlich mittlerweile, muss ich sagen. Also, ja, es läuft nicht von alleine, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so schwergängig. Da habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ist okay. So, weitere Probleme. Ja, dann hattest du das mit dem Servo angesprochen. Das werde ich selber probieren. Also, das werde ich ausprobieren. Ob dieser Servohalter aus Kunststoff nicht so gut ist, werde ich testen. Ja, du hast auf jeden Fall richtig viel geschrieben. Das kann ich jetzt alles gar nicht hier in dem Video erwähnen, aber ich weiß, was du alles meinst. Ich werde so auf so ein paar Sachen hier wie mit den Schrauben und diesen Deckplatten, vielleicht werde ich diese auch verkleben, damit die gar nicht erst rausreißen oder das. Ich will so ein bisschen, wie gesagt, meine eigene Erfahrung machen. Auf jeden Fall sind da viele Tipps von dir mit bei, die finde ich gut und werde ich auch beherzigen. Aber so wie es aussieht, wurde hier in der V3 wirklich sehr, sehr, sehr viele Probleme schon behoben, was mich natürlich mega freut. Und ja, anscheinend haben wir diese Probleme nicht mehr. Wollen wir es hoffen. Auf jeden Fall danke, dass du so ein ausführliches und auch von der Schreibart angenehmes Kommentar geschrieben hast. Habe ich selten auf dem Kanal. Soll jetzt kein Diss sein, aber ist halt so. So, E3. Also, soll jetzt kein Diss an die anderen Leute sein. Das meine ich damit. E3. Da haben wir E3. Und es wird schwer, es wird mega schwer. Wir sind schon bei 7 Minuten WTF, aber ich glaube, ich habe das sowieso ganz gut geschnitten. Dann müssen wir jetzt so bei 5 Minuten sein. Oh, mal gucken. Mal gucken, wie lang das heute wird. So, wir brauchen die und das alles wohl irgendwie. Oh, mal gucken. Du hattest auch was, glaube ich, zu Karo geschrieben. Da haben wir nämlich hier einen schönen Halter. Und es sind, glaube ich, noch weitere Halter. Da muss ich mal gucken. Ich werde mir sowieso, glaube ich, andere Halter holen. Und zwar die Proline-Halterung. Ach, stimmt. Da wollte ich auch noch nachgucken. Hier haben wir die Original-Mitnehmer. Und die müssten mit denen identisch sein. Dadurch kriegen wir sogar noch eine leichte Spurverbreiterung. Sehr geil. Schönes Ding. So. Und ich breche die Teile nur noch ab. Das Knipsen hat ja gar keinen Sinn. WTF. So, heute seht ihr, ich habe die Belichtung jetzt, ich habe ein gutes Mittelmaß gewählt zwischen angenehm und angenehm und ich hoffe, das ist angenehm. So, wo sind denn diese, ach, hier sind die drinne, da müssen wir doch hier ran, hier sind nämlich Alu-Teile, die wir brauchen und vielleicht auch Schrauben, nein, Schrauben nicht, die Schraubentüte habe ich gerade weggeschmissen, die muss ich mir mal wieder hierher holen, das ist die hier. So, und dann brauchen wir jetzt hier diese Alu. Die sind sehr fett. Dickes Alu. Unsere Anlenkung da. Das kann man übrigens auch aus Carbon besorgen. Und jetzt haben wir hier links und hier haben wir rechts. Das wird auch schön angezeigt. Das ist right. Das heißt so rum. Und dann kommt der hier so ran. Das sieht auch ganz gut aus. Die sind identisch ausgestanzt. Da gibt es keinen Unterschied. Und da wollen sie Senkkopfschrauben. Hier sieht das aus wie Senkkopfschrauben und hier sind es Pilzkopfschrauben. Diese Anleitung ist echt. Also, das haben auch viele bemerkt, dass diese Anleitung wirklich ultra lustig ist. Ich finde die wirklich lustig. Hahaha. So, guck mal, hier gibt es sogar Unterschiede von der Länge. Wir wollen aber vier von denen. Hier gibt es echt, also ihr müsst echt aufpassen. Ich gebe euch auch immer wieder den Tipp, beim Zusammenbauen immer mal hier die Originalzeichnung in Anspruch zu nehmen, weil es wirklich unterschiedliche Schraubenlängen gibt. Und das ist einfach nur vorteilhaft, wenn man aufpasst. So, wir holen wieder meinen Freund den Akkuschrauber, den ich mittlerweile auch zweckentfremdet habe. Das heißt, wenn der Akku leer geht, dann nur, weil ich ihn auch noch anderweitig benutzt habe. Und ich möchte ihn hier jetzt nicht in Schutz nehmen, aber es ist wirklich so. Hey. Ich habe nämlich mit diesem Akkuschrauber die Achsen komplett auseinandergenommen, um einmal hier diese Teile ranzumachen und die Alukappe einzubauen. Yep. Und da musste ich wirklich so gut wie alle Schrauben wieder lösen vom Diff. Wobei ich sagen muss, beim Diff ist mir da eins aufgefallen, was ich richtig gut finde, ist, wenn wir das Diff warten wollen, brauchen wir theoretisch nur die vorderen Schrauben lösen,
das Stabi-System, dann die Schrauben hier unten und die beiden hier oben. Und dann kann man den Deckel nämlich nach vorne abziehen. Das geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also es hat echt wunderbar funktioniert. Und ging auch ziemlich schnell. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Sachen am Auto befestigt sind, also wenn das fest am Auto angeschraubt ist, dass das genauso schnell und zügig geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange dauern wird. Also von den Dingen her schon mal wieder ein Pluspunkt. So. Die Ananas macht Modellbau. Warum hast du den Graupner nicht mehr? Und ein schönes Video. Wollen wir das noch mehr anzeigen? Aber mit der Überbelichtung ist ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß. Habe ich ja jetzt geändert. Habe ich schon auf den nächsten Teil. Danke für die Antwort auf meine Frage. Ja, wieso ich den Graupner nicht mehr habe, das Ding ist einfach, habe ich glaube ich sogar erzählt. Ich habe ja den, ich habe den Traxxas und eigentlich wollte ich von jedem Auto ein Nitro und ein Elektro haben, aber das wird einfach zu viel. Wenn ich mir neue Autos angucken möchte, auch für nächstes Jahr und neue Autos zusammenbauen möchte, dann brauche ich unbedingt Platz und mein Regal ist, wie gesagt, bis oben voll gewesen und 3 bis 4 Autos haben sich auch davor wieder gestapelt und in meinem Regal haben ungefähr 15 Autos Platz und jetzt, also die großen Autos, ich rede nicht von den 1.10er Autos, die 1.10er Modelle, die berechne ich einfach oder zähle ich nicht dazu, ich rede jetzt nur von den 1.8ern und 4 1.8er haben sich vor dem Regal gestapelt und das ist ein bisschen blöd, weil das stört einfach. Und auch wenn ich die Autos mag, ist es einfach, ja, man muss sich leider von Sachen trennen. Es ist einfach so, es ist mit allem so. Man muss sich leider von so manchen Sachen trennen, wo vielleicht, ja, wo man auch von überzeugt ist, aber wo man auch eigentlich so genug von hat. Genauso wie bei dem T-Magic. Der T-Magic ist in meinen Augen ein richtig geiles Auto, aber ich hatte halt mein Spaß mit dem Auto und das reicht mir. Ja. Ich habe mir das Auto angeguckt, ich fand es toll. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so passieren würde bei mir. Aber es ist leider wirklich so, dass ich da doch auch dann gesättigt bin. Ne? Also sprich, neugierig auf Neues bin. Und diese Neugier auf neue Sachen, so wie jetzt hier mit dem Zeus, das ist einfach... Ja, der Drang danach, auch für, mit Videos drehen und alles, das macht mir mehr Spaß. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle, das Video drehen und hier dieses Video jetzt gerade mit euch zu machen, das macht mir hier, also das, was ich gerade hier mache, macht mir so viel Spaß. Und zwar mehr Spaß als, wo ist jetzt diese Plastikkappe? Das war jetzt richtig aus dem Content gerissen, aber ich habe sie. Sie ist in meiner Restetüte gewesen. Eigentlich finde ich das hier, was ich jetzt hier gerade mache, dieses Filmen und Drehen und diese Tagebücher drehen und alles so, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und das mit den Autos ist so, ja, nebensächlich, würde ich schon fast sagen. Auch schöne Pivotballs, muss ich sagen. Ist so ein bisschen so nebensächlich, fast schon, könnte man schon fast sagen, so. Und klingt vielleicht echt komisch, aber ist wirklich so. Also ich finde den Modellbau wirklich geil. Ich liebe das auch. Aber ich finde es noch geiler, die Videos für euch zu drehen. Weil das macht mir übelst krass viel Spaß. Also, oh, wie ich das hier hasse, ne? Einmal falsch angesetzt, einmal falsch gedreht. Und ihr nudelt euch das Ganze hier ab. Hier muss man echt vorsichtig sein. Ja, und daher trenne ich mich von so gewissen Autos halt. Und deswegen ist der Graupner auch weg. Ja, ich hoffe, dass ich dir so halbwegs erklären konnte, was ich meine. Ja. Und? Oh, ist gerade. Das ist immer, man kommt so ins Schwitzen, ey, wenn das hier nicht gerade ist, ey. Boah. Schock. So, und ich stelle die immer so ein, ich kann euch das mal zeigen. So, jetzt ist er fest. Also, so stelle ich meine Pivotball immer ein. Ich drehe so lange ganz langsam nach unten, bis
Ja, ich drehe eigentlich so weit, dass der Pivotball von alleine runterfällt. Aber das hier ist schon eigentlich gut. Und somit ist der Spiel hier so minimal. So stelle ich den immer ein bei mir, weil viele haben immer Probleme mit Pivotball-Einstellung. Und ich kann das gut verstehen, weil bei manchen ist das locker. Bei manchen hast du hier so ein Spiel, das ist absolutes No-Go. Also bei einem Pivotball darf nicht so viel Spiel sein. Besonders, weil sich da ja auch der Dreck sonst reinsetzt. So, und jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil das hier ist wirklich eine heikle Stelle. Weil das hier schräg geht. Ja, erst gerade. Oh, das ist echt kritisch hier. Weil wenn ihr das Gewinde verkackt, dann ist Gang over. So. Hier, guckt, seht ihr das? Ja, das da geht eigentlich noch ein Tick mehr, finde ich. Ja, so. Das ist eigentlich schon gut. Ihr müsst sowieso, ganz wichtig für euch, wenn ihr Pivotball habt, müsst ihr 1, 2, 3 Runden fahren und dann müsst ihr die nochmal nachstellen, weil sich diese Bälle auch nach einer Zeit einfahren, sag ich mal, oder einspielen und dann müsst ihr die unbedingt nochmal nachstellen, so wie hier zum Beispiel. Das hat schon gereicht, dieses bisschen Rumgespiele hier und irgendwann, ja, das ist gut, das hat noch zu viel Spiel. Ja, das ist auch gut. Die sind perfekt. Ne? Das sieht zwar fest aus, ist aber nicht fest. Und hat kein Spiel. Ja. Boah, wie ich diese Arbeit hasse, ne? Ich hasse diese, wirklich, ich mag diese Arbeit echt nicht. Ey, das ist so grenzwertig hier. Auch mit diesem Gewinde. Ich gebe euch hier einen Tipp. Mein Tipp ist, hier ist jetzt so leicht schräg. Einfach das, den Pivotball nehmen, von unten drücken, mit der Plastikkappe oben drauf. Die Plastikkappe muss auf dem Alu sitzen. Dann drückt ihr das nach oben und beim Hochdrücken einfach die Kappe vorsichtig drehen, bis ihr ins Gewinde fasst und dann habt ihr sie gerade drauf. Und dann dreht sich diese Kappe auch nicht schief rein. Und dann vorsichtig ansetzen und drehen. Na, guck mal, das ist jetzt schon zum Beispiel schief. Da müsst ihr aufpassen. Und ganz vorsichtig drehen und fertig. Und schon ist sie gerade. So. Ein Fehler ist, beim Pivotball so fest zu drehen, dass ihr den kaum noch bewegen könnt, wie hier zum Beispiel. Das ist ein Fehler. Pivotball darf nicht so fest sein. Ne? Auch nicht so. Pivotball muss echt leichtgängig gehen. Hier, so. Aber das ist, ist schon zu locker. Das ist echt Erfahrung, sage ich euch. Ja, das ist gut. Das ist gut. War hier nicht noch eine schwarze Kunststoffscheibe? Warte. Ach, ich hasse trotzdem Pivotball über alles. Ich finde die andere Aufhängung, wobei man sagt immer, oh, Pivotball, geil, geil, geil. Ich weiß nicht, ich kann Pivotball nichts abgewinnen. Na, guck mal, schief. Hätte ich das jetzt festgedreht, wäre schief. Seht ihr? Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Jetzt ist gerade. Immer vorsichtig. Besonders bei der Aufhängung hier. Ich finde das geil, wie das Traxxas und Co. gelöst haben mit der Pivotball. Das finde ich ein bisschen angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jeder Hersteller hat da so seine Vorlieben. Ja, das ist gut. Vielleicht noch ein kleines Tick. Ja. Nee, die müssen... ist das schwierig. Ihr seht das. Ja, doch. So gefällt mir das. So gefällt mir das, so lasse ich es. Ja, sorry, wenn das so ein bisschen langweilig ist, aber ist so. So, jetzt bauen wir hier CVD-Wellen zusammen. Juhu. Da wollen sie fett. Ich glaube, hier werde ich mal eine Ausnahme machen, wobei eigentlich will ich das nicht. Da hatte, glaube ich, auch einer gefragt, ob ich schon mal mit Gierfluorid oder wie das da heißt, Erfahrung hatte. Ja, habe ich. Und ich glaube, das werde ich mir hierfür auch holen und das hier einschmieren. Da werde ich, wobei hier, nee, wenn da Sand reinkommt, Leute, guck mal, das Ding ist einfach so, wenn hier Sand reinkommt, ich zeige euch das mal kurz anhand einer Welle. Welche ist egal? Sind die alle gleich lang? Oh, das ist ja geil. Vorne sowie auch hinten sind identisch. Sonst gibt es doch immer Unterschiede. Aber hier sind wirklich identisch. Das finde ich ja geil. Das heißt, das bauen wir jetzt zweimal, sagen sie hier. Aber es ist ja theoretisch viermal. Wir bauen jetzt viermal zusammen. Ach, geht gar nicht, weil der Stift, den wir brauchen,
Der wird von dem Kugellager gehalten. So, jetzt zeige ich euch mal kurz was, was mich stört. Das kommt hier so rein. Dann haben wir hier die Stifte. Welche sind das? Die sind zu dick. Das sind diese dünnen. Und hier ist sogar eine Einkerbung für eine Schraube. Und zwar für eine Mahnschraube, die man... Ich komme mal kurz. Oh, hier ist sogar ein Gewinde für eine Mahnschraube. Wisst ihr was? Dann werde ich das auch so machen. Und zwar werde ich euch jetzt gleich mal was zeigen. Weil das ist hier eigentlich nicht vorgesehen, aber ich werde es trotzdem machen. Weil hier eigentlich das Kugellager dafür vorgesehen ist. Jetzt erkläre ich euch gleich. Ich schiebe mal kurz den Stift durch. Ja, wieso stellst du dich jetzt gerade so an? Was ist los hier, Kollege? Irgendwie gefällt Ihnen die Arbeit hier gerade nicht. Geht aber schwer hier rein. Und zwar ist das Problem, wenn wir das jetzt gefettet hätten hier und hier Sand reinkommt, das ist wie Malwerk. Und, boah, nee. Aber jetzt sehen wir, jetzt können wir hier nämlich eine Mahnschraube reinjagen und das werde ich auch tun, Leute. Ist zwar nicht vorgesehen hier, werde ich aber trotzdem machen. Ich werde es einfach tun. Und ich werde auch nochmal fetten, habe ich gerade überlegt, weil ich gerade was gesehen habe, was mir nicht gefällt. Und zwar das hier. Ich werde es einfach ganz vorsichtig fett machen, wir es so. Einigen wir uns darauf. Wo habe ich das Fett? Boah, Stunden später habe ich es wiedergefunden. Wahnsinn, sonst hätte ich hier noch von Team Asso das Black Gear gehabt. Mann. Diese stundenlange Gesuche war gerade echt nervig. So, ich ziehe hier nur eine Line. Alter, das sind wieder Ausdrücke, ey. Na, komm ruhig rüber auf der anderen Seite auch noch mal kurz. Oh, komm doch. Und schmiede hier noch mal den Rest dran. Und wieder rein da. Ja, den Punkt kann ich nicht ignorieren mit Schmieren. Weil das Ding ist einfach, wenn das zu trocken läuft, hier gleich an der bei der ersten Fahrt, das nudelt sich einfach nur runter. So, und jetzt der Stift. Und da müssen wir jetzt mal kurz gucken, wie wir das machen, weil der Stift hat da nämlich eine Einkerbung. Die könnt ihr vielleicht nicht sehen, aber ich sehe sie. Und der muss dann... Ach, hier geht der Stift so schwer durch. Ach, das ist ja dumm. Wieso geht denn der hier so schwer durch? Okay. Dann müssen wir den Stift mal kurz gucken, ob wir noch einen anderen haben, der leichter durchgeht. Oder gehen die alle so schwer durch? Oh, die gehen alle so schwer durch, weil diese Buchse ein... weil die Buchse hier ein Grat hat. So, warte mal, wir haben da das Gewinde. Da das Gewinde, wir müssen die Stange so reinstieben, das heißt so, 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 so dadurch. Und das am besten noch gerade. Oh, wieso lasse ich das nicht einfach, ey, und mach das normal, ey. Wahnsinn. So. Jetzt so drehen, dass diese Auskerbung auch genau nach oben guckt. So. Natürlich willst du da nicht durchgehen jetzt, du kleiner Scheißer. So. Jetzt haben wir die Auskerbung da. Und sehen die hier. Ich filme das nur einmal. Ich filme das nur einmal und die anderen mache ich für mich. Das ist ja total nervig. Oh. Dann nehmen wir Mahnschraube XY aus meinem Kit. Und die kommt hier rein, seht ihr? Was nicht vorgesehen ist, was ich aber trotzdem mache. Und dadurch, zack, können wir das jetzt hier schön festschrauben. Das Ganze sorgt dafür, dass nicht nur das Kugellager hier den Stift hält, sondern jetzt auch die Mahnschraube, was eigentlich nicht Not tut, weil hier als nächster Schritt nämlich das Kugellager rüberkommt und das machen wir einmal kurz zusammen. Seht ihr? Zack, zack und dadurch wird der Stift auch gehalten. Also kann man sich das eigentlich sparen, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Dann kommt das hier rein. Zack. Von der anderen Seite ein gedichtetes Lager. Oh ey, hier wurde mitgedacht, ey. Wahnsinn. Na, was ist hier los? Wurde hier etwas schlecht gefräst? Hm? Ja.
Aber die Stange hat einen Grat. Aber es geht, wenn es einmal rüber ist. So. Keine Unterlegscheibe. Ich betone, keine Unterlegscheibe. Gut. Dann mache ich da auch keine drauf. Jetzt kommt der Stift hier durch. Zack. Ah, nee. Ach, was mache ich denn hier? Und die Muttern, ach so, und die Mahnschrauben, die da mit bei sind, die sind dann zum Festziehen. Ich habe verstanden. So, dann nehmen wir hier unser Tuningspart. Und zwar die hier. Zack, die 9. Oh, schön. Und passen die? Oh, perfekt. Perfekt, Udo. Du hast absolut recht. Und die Stifte passen auch. Oh, geil. So. Ja, die Stifte sind ein bisschen, ne, so ein bisschen länger, aber ist ja nicht so schlimm. Wir können auch mal gucken, warum. Ja, weil hier natürlich die Mutter ist und hier nicht, aber passt schon. Und wir haben hier kein Spiel, ne? Das läuft. Das läuft echt gut, ey. Es läuft sanft, hat kein Spiel, null. Hier ist nichts, kein Millimeter an Spiel, ne? Boah, war das gut kalkuliert, ey. Ehrlich. Wurde das gut kalkuliert. Und wieder Dreier, das finde ich auch geil, dass wir hier Dreier im Bus haben. Ich weiß gar nicht, ist das normal eigentlich bei den Mitteldingern hier? Ich glaube nicht. Das ist nämlich auch immer unterschiedlich. Und dann kommt hier schön die Mutter rein. Zack. Und dann brauchen wir den Schlüssel, den ich natürlich jetzt nicht habe. Halten das fest und ziehen das nochmal an. Ja. So, dann nehmen wir die Mutter. Die Mutti. Wir sollen das Ganze mit Schraubensicherung machen. Das werde ich wohl nachträglich nochmal machen. Da jagen wir dann nochmal Schraubensicherung rein. Ich drehe hier schon mal die Mutter drauf. Und dann haben wir das hier unten auch geschafft. Und die anderen mache ich mal kurz für mich hier. Also die andere Seite habt ihr ja jetzt gesehen. Ja, Kommentar noch, bevor wir... Oh, wenig Kommentar heute, ne? Tut mir leid, Leute. Da schreibt Stefan Lehmann, schreibt, was ist eigentlich mit deinem Ansmann-Virus 2.0 passiert? Lebt er noch? Den habe ich damals schon verkauft. Ne? Also, den habe ich damals schon verkauft, weil zu viele Buggies. Ja, noch eins, kurz schnell. Franz Beckler schreibt, also hier der Franz schreibt, ich habe keine Fragen. Meine Fragen erklären sich immer von selbst, wenn ich deine Videos schaue. Also das ist mal ein richtig nettes Kommentar. Danke dafür. Hier noch eins von Adam Ebro. Er schreibt, der Zeus wird ja gerne mit dem Tecno MT410 verglichen. Hast du den mal gebaut? Wenn ja, was hältst du von dem? Also ich hatte noch gar kein Tecno. Ich möchte mir aber gerne mal ein Tecno angucken. Aber ich finde die Preise bei Tecno für das, was man geboten bekommt, ein bisschen heftig. Manche Leute haben da keine Schmerzgrenze, bei manchen Leuten ist, oder manchen Leuten ist das egal, mir nicht. Ich gebe da doch schon irgendwie Wert drauf, und wenn ich da keinen Wert drauf gebe, dann meistens, weil es nicht für mich ist, sondern für jemand anderes, so jetzt wie zum Beispiel bei dem Taimia mit der Lunchbox. Ich finde immer, so eine gewisse Summe muss sich auch rechtfertigen und nicht nur den Namen der Firma bezahlen. Meine Meinung. Ne? Ja, jeder da draußen hat ja seine eigene Meinung oder eine andere Meinung zu dem Thema. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Genau. Aber es wird irgendwann nochmal ein Techno kommen. Ja. So, bis gleich. Der zweite ist auch fertig. Der zweite ging genauso spielfrei. Also das finde ich richtig geil. Ich mag das, wenn es nicht so viele Unterschiede gibt zwischen den Sachen. Das finde ich gut. Finde ich echt gut. Ja, jetzt machen wir den hinteren einmal gemeinsam und dann wieder getrennt. Das ist natürlich auch wieder eingeschweißt in eine Extratüte. Hohohoho. Ich möchte noch ein paar Kommentare vorlesen, gerne. Hier fragt der Alex RC Action, ob ich nicht mal Lust hätte, ein Frankenstein-Auto zu bauen, so aus verschiedenen Herstellern. Vielleicht kommt das mal. Aber so die jetzt so große Lust habe ich eigentlich nicht so. Also ist mir nicht so die Begierde so danach gerade. Habe ich nicht so, ne.
Ja. Ach, das ist ja das gleiche wieder wie eben. Das ist einfach nur Kugellager hier rein. Oh, ist das langweilig. Ich finde das so eine verschwendete Zeit. Aber na gut, ich drehe das jetzt einfach hier mal mit euch noch und dann war es das auch wieder. Kaum was geschafft. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich musste auch ein bisschen erzählen so und hier und da. Ist halt gerade ein bisschen. War ich gerade auf Laberflash. Ne? So. Ach shit, ich sau hier rum mit dem Fett, das ist ja widerlich. Ja, wie gesagt, zu so einem Frankenstein-Auto vielleicht irgendwann mal, ja klar, aber jetzt so gerade so speziell und so einen Anspruch auf Lust habe ich eigentlich nicht, ne? Dass das so damit mal dargestellt ist. Ach so, was ich noch kurz loswerden möchte ist, es haben noch zwei Freunde von mir, die auch ihre Autos verkaufen wollen. Zum Thema Autos verkaufen muss ich auch mal kurz was loswerden an euch. Und zwar, es sind alle Autos so gut wie weg. Alle. Und einer hatte geschrieben, wieso ich dann nicht bei eBay sowas mache. Würde ich oder hätte ich gemacht. Ich habe die ganze Zeit auf eine Fotobox gewartet, die jetzt auch kam. Und da konnte ich zum Beispiel den anderen Leuten die restlichen Bilder von mir schicken und auch zeigen, wie die Autos aussehen. Also. Aber was ich sagen wollte ist, ich bin eigentlich froh, dass die Autos so weggehen an euch, an Zuschauern, weil die wissen dann, was sie kriegen und es ist kein Fremder und da braucht man nicht so stundenlang und mäßig erklären noch stundenlang im Voraus, sondern die Zuschauer oder die Gucker, die wissen, was sie kriegen und das freut mich eigentlich am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es echt besser, wenn meine Zuschauer meine Autos kriegen als irgendein Fremder. Also mit fremd meine ich irgendeinen Typ da draußen, der vielleicht auch gar nicht meine Videos kennt. Und da finde ich das doch echt angenehmer, wenn das ein Zuschauer kriegt. Ja, und es freut mich auch, dass ich mitteilen darf, dass fast alle Autos weg sind. Und das auch alles an Zuschauer finde ich richtig stark. Das macht, freut mich einfach. Es freut mich, dass meine Zuschauer kriegen und das für einen guten Preis. Das waren alles VB-Preise absichtlich, so dass die Leute selber entscheiden konnten, was für einen Preis sie mir machen. Und ja, ich habe sie machen lassen und wenn sie mir einen Preis gesagt haben, bin ich darauf eingegangen. Also ich habe nicht widersprochen oder, sondern ich habe einen Preis geschrieben, VB, und habe sie selber entscheiden lassen. Wäre es natürlich zu heftig gewesen oder zu wenig Geld gewesen, dann hätte ich wohl auch was gesagt. Aber wie gesagt, ich habe euch schon mal gesagt, mir ist das Geld nicht so wichtig, aber ich will es auch nicht verschenken. Genau. Und das ist wichtig, dass ihr das wisst da draußen. Ja. Wie gesagt, Autos sind fast alle weg. Also sind wirklich alle verkauft, so gut wie. Ich wollte, wie gesagt, ordentlich Fotos machen und bei den meisten hat die normale Qualität hat denen gereicht. Die anderen Bilder habe ich alle mit der Fotobox noch gemacht, die noch zu machen waren. Und das wäre eigentlich bei eBay Kleinanzeigen gelandet, aber die Leute haben die Autos mir so gesehen aus der Hand gerissen. Ja, wie gesagt, freut mich und ich habe auch schon zwei Autos verschickt davon. Und ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Autos. Hier hinten auch gar kein Spiel. Richtig krass. Also wirklich hammerhart. Jetzt noch kurz was zu einer anderen Sache. Zwei Freunde oder zwei Leute, die auch noch Autos verkaufen wollen. Und zwar einmal ein Techno-Buggy. Das ist der aktuelle Techno-Buggy für Michi. Und einmal ein Carbon-Fighter. Und wenn ihr Interesse habt, müsst ihr euch bei mir melden. Mir Bescheid geben und ich leite euch dann an die jeweiligen Personen weiter. Ja, das ist bei den beiden Personen ist das auch eine Ausnahme. Ansonsten mache ich sowas nicht. Und ja, wie gesagt, ne, wenn ihr da Interesse habt, bitte melden. Dann vermittle ich euch weiter. Genau. So, machen wir hier weiter. Die Hinterachse, muss ich kurz sagen, auch kein Spiel. Null. Null Spiel. Ich habe das so selten. Also ich glaube, bei fast gar keinem Auto bis jetzt, wo ich gar kein Spiel hatte. Also es war immer so minimal Spiel, aber hier ist null Spiel, ey. Nicht mal, also ich finde das irgendwie geil. Irgendwie finde ich das richtig, richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir richtig gut. Ehrlich. Das liebe ich auch immer wieder an diesen Autokits, ey. Immer wieder was Neues entdecken. Immer wieder neue Hersteller sehen, wie die das machen und oh, es ist, ich finde das richtig geil. Das bockt mich am meisten auf so einem Aufbau. Immer wieder neue Sachen entdecken. Das ist so geil. Und hier
S-Walks überrascht mich gerade richtig stark. Hier sind viele Neuheiten, die ich nicht kenne. Ne? Für den einen oder anderen da draußen mag es vielleicht Standard sein. Aber ich muss sagen, für mich sind das hier, teilweise sind hier Sachen mit bei, die finde ich richtig stark. Ne? Finde ich richtig stark und der Aufbau macht mir dadurch noch mehr Spaß. Ich hatte bis jetzt kein Frusterlebnis beim Aufbau. Bis jetzt war alles gut. Auch hier mit den Mahnschrauben, dass das so gut funktioniert hier, finde ich auch stark. So, zack. Hier, ja, habe ich jetzt bei allen Vieren eine reingejagt, deswegen ziehe ich das jetzt auch durch, das Konzept. Damit hoffe ich mir auch so ein bisschen die Entlastung vom Kugellager zu nehmen, die vielleicht entstehen könnte. Zack. Perfekt. Sitzt drauf. Eigentlich hätte ich das jetzt hier an der Stelle geschnitten, aber ist mir gerade ehrlich gesagt egal. Dann habt ihr das jetzt zweimal gesehen. Ging ja schnell. Ne? So, der letzte Mitnehmer und die letzte Mutter von dem Thunder Tiger Kit kommt da jetzt drauf. Und somit haben wir auch die perfekten Mitnehmer drauf. Ich hatte da irgendeinen Quatsch erzählt, von wegen, ich müsste dann immer die Mitnehmer tauschen, das ist ja Blödsinn. Ich kann ja auf den Thunder Tiger Mitnehmern alle anderen Reifen, Typen und Arten auffahren. Deswegen brauche ich sie noch nicht mal tauschen. Ja, das hat sich dann damit auch erledigt. So, jetzt brauchen wir noch eine Mutter hier. Die letzte Bahnschraube. Ich dachte, ich werde enttäuscht, aber sie war doch hier. Ich dachte erst, sie fehlt. Und, oh, Stifti, bleibst du drin, ne? Schön mit Schraubensicherung festziehen das Ganze. Und Finish. Den überprüfe ich auch gleich nochmal kurz. Und auch kein Spiel. Ey, krass, Alter. Das ist so krass, ey. Wahnsinn. So, jetzt machen wir noch kurz die hintere. Was wollen Sie? Fett, guck mal, Sie sagen hier Fett an den Knochen. Das mache ich zum Beispiel nicht. Das mache ich grundsätzlich nicht. Kein Fett an die Knochen, tut mir leid. Aber, hä? Das ist die Lenkung. Aber da habe ich doch schon die Halterung rangebaut. Hä? Moment, wir gucken mal hier. Da. Da haben wir sie einmal angebaut. Und hier sollen wir sie jetzt nochmal anbauen. Die Anleitung ist zu gut, ey. Lustige Anleitung. Falls man Alzheimer hat, ne? Dann sollte man sie nochmal anbauen. Ne? So, jetzt kommt hier unten ein Ring rein. Hier. Und das Ganze wird dann bis zum Anschlag, glaube ich, reingehauen. Und zwar muss ich jetzt mal kurz gucken, welchen wir da brauchen, weil ich habe hier extra meinen Akkuschrauber dafür liegen, dass wir die ganz gemütlich jetzt hier reindrehen. Das machen wir jetzt auch noch in dem Part. Und dann ist hier Ende im Gelände. Und dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, auch wenn das Bild jetzt dunkel ist. Es ist wirklich angenehm, ich habe es gesehen. Wir müssen mal gucken, wie das gleich aussieht. Na, also den Part wieder aussieht. Ich spiele da jetzt so ein bisschen dran rum. Ja. Aber ich danke für euer Feedback. Ja, da ist das Drehmoment natürlich scheiße. Ich danke natürlich für euer Feedback, dass ihr schön geschrieben habt. Das war mir wichtig. Nur, dass ihr es wisst, das war wichtig, dass ihr das geschrieben habt. Und da bedanke ich mich herzlich für. Weil ihr seid jetzt schließlich diejenigen, die gucken. Und wenn da Leute schreiben, dass das mit dem hellen Licht nicht so gut war, habe ich ja auch eingesehen, war ein bisschen zu grell. Ne? Dann muss das natürlich auch geändert werden. Ist ja wohl klar. So, Knochen und drehen gleichzeitig. Oh, ich hasse sowas. Und den Knochen gleichzeitig im Auge behalten. Weil der muss ja da rein, ne? Oh, ist das immer eine dumme Scheiße, ey.
So, und oben, oben auch noch. Ich weiß nicht, wie weit. Ich habe jetzt mal bis Ansatz reingedreht. Aber das sieht sehr gut aus. Und kein Klemm. Geil. Ja, hier, da ist so ein bisschen... Ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen weiter reindrehen. Das mache ich mal per Hand. Da vertraue ich jetzt dem Akkuschrauber nicht mehr. Das mache ich lieber mit der Hand. So. Und hier oben vielleicht noch ein ganz kleines bisschen. So. Passt. Passt perfekt. Und läuft richtig gut, ey. Läuft richtig gut. Geil, ey. Echt, ich liebe das. Oh, ich liebe das. Ich möchte noch ein paar letzte Antworten hier schnell raussuchen. Das war's auch von den Kommentaren großteils. Wie gesagt, ich danke euch, dass ihr da alle geschrieben habt. Das war wie gesagt, wichtig, um das nochmal kurz abzuklären. Und dann, wie eure Meinung war, oder hier sind zum Beispiel auch Fragen. Ich möchte kurz an die Leute speziell kurz was sagen, die fragen, was sie von dem und dem Auto halten sollen. Wenn ihr wissen wollt, was ich von dem und dem Auto halte, müsst ihr euch merken, dass ich zu den Autos nur was sage, wenn ich sie selber schon hatte. Wenn ich die Autos noch nicht hatte oder noch nicht gefahren bin oder, sage ich grundsätzlich zu keinem Auto was. Ne? Ich bin aber auch frei davon. Ich sage, also fragt mich nicht, wo Positiv- und Negativ-Vorteil ist. Das werdet ihr bei mir nicht hören. Wenn ich euch was sagen sollte über ein Auto, dann sage ich euch, in welchem Bereich und. Aber ich werde die Marken untereinander nicht mehr vergleichen. Für mich hat jede Marke seinen Vor- und Nachteil. Und bei mir wird es keinen Markenvergleich mehr geben. Ne? Das habe ich mir grundsätzlich abgewöhnt. Weil ich finde, jeder Hersteller macht sein eigenes Ding. Und daher ist auch jedes Auto irgendwie berechtigt, oder hat jedes Auto auch irgendwie eine Berechtigung, da zu sein. Und wo ich es absolut nicht sehe, sind zum Beispiel Schrottkits und. Da, das sehe ich auch nicht ein irgendwie. Aber ansonsten, ja, jede Marke hat seine Berechtigung, da zu sein, wie gesagt. Ne? Ja, perfekt, würde ich sagen. Richtig gut. Geht richtig gut. Ihr seht auch anhand der Pivotball-Aufhängung jetzt hier vorne, wenn ich jetzt die Lenkung hochhebe und loslasse, wie leichtgängig das Ganze hier geht. Und das geht wirklich sehr leichtgängig. Guckt euch das an. Also hier bremst die Pivotball auch nicht. Vielleicht kann ich sie sogar noch einen Tick anziehen hier an der Lenkung. Aber ihr seht das, die Lenkung, das ist eigentlich schon ganz gut so. Seht ihr das? Hat so ein bisschen leicht nachgeben, nicht zu schwer. Seht ihr das? Sie ist so ein bisschen leichtgängig. Genau wie hier. Seht ihr das? Zack. Das ist eigentlich perfekt so. Also so stelle ich immer meine Pivotball ein. Ja. Das ist nur ein Tipp von mir. Müsst ihr nicht annehmen. Gut. Das Video ist jetzt auch fertig. Im nächsten Part machen wir das hier. Und oh nein. Ich habe keine Lust auf diesen Part hier. Schreibt wieder irgendwie fleißig, wenn ihr wollt, könnt ihr wieder fleißig in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so. Ja, wenn ich dazu eine Ahnung habe, schreibe ich oder sage ich euch dazu was in dem Video, und wenn nicht, dann nicht. Ansonsten möchte ich euch schon mal vorbereiten, es kommen jetzt nochmal Taschenlampen von Olight. Der Support da bei der Hinsicht wäre mir schon wichtig, weil es bis zu vier Taschenlampen geben wird. Und da sind vier Power-Taschenlampen, also eine Taschenlampe mit 12.000 Lumen, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und ich möchte von diesen Taschenlampen, die ich jetzt kriege, möchte ich mindestens 2 Stück an euch verschenken. Ja, seid da also am Start. Da gibt es schöne Taschenlampen. Die kriege ich erst, dann werde ich sie testen, dann werde ich da Testvideo für machen. Und dann werde ich diese hübschen Taschenlampen verkaufen. Und wie gesagt, sind schöne Taschenlampen von Olight und haben ordentlich Power. Und da könnt ihr dann 2 kriegen von mir. Genau. Gut, ja. Dann bin ich jetzt durch hier. Ich hoffe, das Tagebuch hat euch gefallen. Wir sind ja, naja, einigermaßen weit gekommen. Bis jetzt bin ich begeistert. Das macht echt alles einen hervorragenden Eindruck. Schön, wirklich schön. Gut, dann hören wir hier auf. Ich räume jetzt wieder ein und wir sehen uns dann im nächsten Tagebuch. Euer Laser. Tschüss. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.